nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Bleibe an deinen Verheißungen dran. Bleibe an deinen Gebeten dran. Gib nicht auf. Gib nicht vorzeitig auf. Gott greift ein zu seiner Zeit. Und sei dir gewiss, er hat auch deine Gebete gehört. Oftmals ist es doch so, dass wir beten und ganz schnell eine Antwort brauchen. Dass wir beten und sagen, Herr, aber gleich. Und dann passiert es ganz anders. Und vielleicht sind wir dann auch enttäuscht. Vielleicht sind wir ein bisschen beleidigt oder enttäuscht oder was auch immer. Was tun, wenn Gottes Antwort auf sich warten lässt? In unserer schnelllebigen Zeit fällt es uns schwer zu warten. Wir sind gewohnt, alles ganz schnell zu bekommen. Durch das Internet, WhatsApp, Facebook und so weiter. Ihr kennt alle die Geschichten. Schnelle Kommunikation und schnelle Antwort. Und wenn schon jemand eine Stunde nicht antwortet, ja, was ist denn los? Warum antwortet er nicht? Alles muss schnell gehen. Doch wir können Gott nicht unserer schnellen Zeit anpassen und fordern, dass unsere Gebetserhörung jetzt sofort kommen muss. Für manche Gebetsanliegen betest du vielleicht schon Jahre. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht hast du sogar schon aufgehört, dafür zu beten, für das, was dir am Herzen liegt. Du denkst, es passiert doch nichts. Für was bete ich noch? Du denkst, Gott interessiert das doch gar nicht. Er hat mich vergessen. In Jesaja 49, Vers 15 und 16 sagt Gott zu seinem Volk: Sollten selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Wie wunderbar. Berührt das nicht dein Herz, wenn Gott sagt, ich werde dich niemals vergessen? Das ist doch etwas ganz Persönliches. Da ist ein Gott, dem du etwas bedeutest. Und schon im Alten Bund sagt Gott, dass wir in seine Hand eingezeichnet sind. Das ist etwas ganz Persönliches. Er sagt sogar in meine beiden Handflächen. Und das ist schon ein Bild auf das Kreuz von Jesus, der seine beiden Hände durchbohren ließ für uns, für dich. Und für mich. Seine Nägelmale sind auch ein Zeichen für dich. Jeder Mensch ist ein Wille Gottes, wozu er Ja gesagt hat. Er hat dich geschaffen und er hat dich gewollt. Und er hat ein Interesse an dir. Du bist etwas Wertvolles in seinen Augen. Wie sollte er dich vergessen? Du gehörst zu Gottes Volk und er wird dich niemals vergessen, weil du in seiner Hand bist. Und wenn Gott nicht gleich antwortet auf deine Gebete, heißt das nicht, dass er dich nicht hört oder dass er dich vergessen hat. Manchmal antwortet er auch und wir merken es gar nicht. Gerade deshalb dürfen wir nicht aufgeben, denn Gott hört dich. Er hört dich und er erhört auch deine Gebete.
Ein Paradebeispiel ist der Abraham. Gott sprach zu ihm, dass er einen Sohn bekommen würde. Ja, klar, Gott hat gesprochen. Und Abraham wartete und wartete und wartete. Die Zeit ging dahin und er und seine Frau wurden immer älter. Aber sind deshalb Gottes Zusagen nicht mehr wahr, weil wir älter werden? Oder sind Gottes Zusagen nicht mehr wahr, weil wir krank sind? Oder weil wir gerade in Schwierigkeiten stecken? Gottes Zusagen bleiben gültig, und zwar für immer. Egal wie alt wir sind oder in welcher Situation du dich gerade befindest, Gottes Zusagen gelten. Niemand kann Gottes Zusagen außer Kraft setzen. Wie oft hat Abraham wohl gebetet in dieser Zeit, dass Gott sein Versprechen einlösen solle? Wir wissen es nicht. 100-mal, 1000-mal, jeden Tag, über diese vielen Jahre vielleicht jeden Tag. Wie oft hast du schon gebetet für eine bestimmte Sache? 100-mal, 1000-mal? Oder hast du nach 2-mal aufgegeben, weil Gott noch nicht geantwortet hat? Überlege einmal, wie oft hat Gott dir schon Gutes getan? Wie oft in deinem Leben hat er schon deine Gebete erhört? Manchmal schon bevor du überhaupt gebetet hast. Wir vergessen oft die guten Taten Gottes in unserem Leben. Und viele von uns wären schon nicht mehr da, wenn Gott nicht eingegriffen hätte. Und da kann ich mich auch mit einschließen. Hatte Gott Abraham vergessen? Nein. Gottes Zeitpunkt war einfach noch nicht da. Gott wollte ein sichtbares Wunder tun und je älter sie waren, je größer war das Wunder. Gott wollte etwas bezwecken damit und er hatte einen Plan. Abraham hatte das aber nicht so gesehen. Wir wissen das. Und wir sehen das oft auch nicht so. Wir denken, wir müssten nachhelfen. Wenn Gott nicht antwortet, muss ich halt selber etwas machen. So dachte auch Abraham. Und wir wissen, dass aus diesem eigenmächtigen Handeln der Ismael geboren wurde. Und das war immer ein Problem für Abraham. Wenn wir selber handeln in manchen Situationen und etwas in Bewegung setzen, schaffen wir uns oft selber Probleme, die wir nachher auch selber ausbaden müssen. Und manchmal denken wir, oh, hätte ich das bloß nicht so gemacht. Gott hatte sich aber durch Abrahams eigenmächtigem Handeln trotzdem nicht drängen lassen. Gott hat seinen Zeitplan. Und es hieß für Abraham wieder, warten, warten, warten. Auch wenn wir alles selber in die Hand nehmen, lässt Gott sich nicht beschleunigen. Er lässt sich von uns nicht drängen. Er hat seinen Zeitpunkt und seinen Plan und der ist unveränderbar und zu unserem Besten. Aber dann, als Gottes Zeitpunkt da war, wurde Isaak geboren. Genauso, wie Gott es verheißen hatte. Wir können Gott nicht schieben oder zwingen. Bleibe an deinen Verheißungen dran. Bleibe an deinen Gebeten dran. Gib nicht auf. Gib nicht vorzeitig auf. Auch wenn du meinst, Gott verzieht, bleibe dran, seine Verheißungen sind wahr. Er bleibt immer in Kontrolle und er kommt nie zu spät, auch nicht in deinem Leben.
Gott greift ein zu seiner Zeit. Und sei dir gewiss, er hat auch deine Gebete gehört. Als David zum König gesalbt wurde von Samuel, war er noch ziemlich jung. Er war der jüngste der Geschwister und war auf der Weide tätig bei den Schafen. Was ging wohl in diesem jungen Mann vor? Er wurde gar nicht beachtet von seiner Familie. Es kam ihnen überhaupt nicht in den Sinn, dass er es sein sollte, der König werden sollte. Und dann plötzlich sollte dieser David König sein. Was würdest du denken, wenn Gott dich auserwählt hätte, etwas Großes zu tun? Du würdest dich bestimmt freuen und sagen, jetzt geht's los. Aber ist das auch Gottes Plan? Vielleicht dachte David, was mache ich bloß, wenn Saul kommt und setzt mir die Krone auf und ich bin König? Einfach so. Oder vielleicht hat er gedacht, Gott hat mich eingesetzt. Die freuen sich bestimmt jetzt alle, dass ich König werde. Und wie war es wirklich? Saul hasste David. Er wollte ihn umbringen. Und ich glaube, David verstand so manches nicht ganz, was sich da abspielte. Er sollte König werden, die Verheißung war da, er war gesalbt und der Saul stellt sich gegen ihn. Ja, aber Gott hat es doch gesagt. Wieso will der mich jetzt umbringen? Könnt ihr euch so eine Situation vorstellen? Hass, Verfolgung, Flucht. Genau das Gegenteil passierte. Und es waren zuerst nur Schwierigkeiten. Vielleicht denkst du auch manchmal, es passiert genau das Gegenteil, was in Gottes Wort geschrieben steht. Oder was er mir verheißen hat. Es passiert genau das Gegenteil in meinem Leben. Wenn Gott etwas sagt, wird es in Erfüllung gehen. Auch wenn es momentan nicht so aussieht. Auch wenn du denkst, meine Situation ist so verfahren, da kann auch Gott nichts mehr tun. Denke nicht so. Wenn Gott etwas sagt oder anders gesagt, das, was in Gottes Wort geschrieben steht, das wird in Erfüllung gehen, auch in deinem Leben. David ist so weit gesunken, dass er sich mit einer Horde ruchloser Männer zusammentat. Er, der eigentlich auf dem Königsthron sitzen sollte. 1. Samuel 27, Vers 1. Und David dachte in seinem Herzen, nun werde ich doch eines Tages durch die Hand Sauls umkommen. Ist das nicht erstaunlich? Der David, der für uns ein Vorbild ist, denkt so etwas. Ach, ich werde doch irgendwann umkommen. Dieser Saul wird mich irgendwann erwischen. Das spricht von Entmutigung, von Müdigkeit oder einfach Resignation, Unverständnis seiner Situation gegenüber. Was soll man da denken, wenn alles in die falsche Richtung läuft? Geht es uns nicht auch oft so, dass wir entmutigt sind? Müde vom langen Warten, entmutigt, weil so lange nichts geschieht? Das ist unsere Meinung. Gott denkt ganz anders. Vielleicht passt in Gottes Konstellation einfach etwas noch nicht zusammen. Wir wissen es nicht, aber er hat alles unter Kontrolle. Eines ist sicher,
was sein Wort sagt, wird sich erfüllen. Und in seinem Wort steht, dass er dir helfen wird, dass er dir Kraft gibt und Stärke, Freude und Frieden und eine Lösung hat für deine Probleme. Auch wenn wir manchmal dastehen und denken, wie soll das werden? Die Bibel ist kein Buch, das uns von Übermenschen erzählt, sondern es sind alles Menschen wie du und ich. Und sie sind uns ein Beispiel. Auch ein David hatte Gedanken des Zweifels, obwohl er von Gott schon zum König gesalbt war, von Samuel. Er wusste, Gott hat gesagt, dass er König wird. Und er hatte Gedanken des Zweifels. Er dachte, irgendwann wird Saul mich umbringen. Aber David hat nicht aufgegeben, trotz allem. Er hat Gott vertraut. Und das ist auch das Geheimnis für uns, an Gott festhalten. Vertraue Gott. Gott hat David seinen Freund genannt. Auch wenn wir einmal einen Gedanken des Zweifels haben, kann Gott uns trotzdem Freund nennen. Es kommt auf unsere Herzenshaltung an, Gott gegenüber, ob wir ihm vertrauen oder ob wir mit Vorwürfen zu ihm kommen. Jetzt hat es wieder nicht geklappt. Gott, jetzt hast du wieder nicht eingegriffen. Das ist der Unterschied. Vertrauen wir Gott, legen wir es in seine Hand und sagen, ich vertraue dir. In deinem Wort steht es so geschrieben und da stelle ich mich darauf und ich halte daran fest. David hat diese negativen Gedanken überwunden. Er hat nicht nachgegeben. Er hat nicht gesagt, wie soll ich denn König werden? Das läuft doch alles in die falsche Richtung. Sein ganzes Vertrauen war auf Gott gerichtet, egal was für Umstände es waren. Und David musste etwa 10 Jahre warten, bis er König wurde. Das ist eine lange Zeit. Im 2. Samuel 2, Vers 4, da lesen wir, und die Männer von Juda kamen und salbten David dort zum König über das Haus Juda. Und Vers 11, und die Zahl der Tage, die David in Hebron über das Haus Juda König war, betrug 7 Jahre und 6 Monate. Das ist die Geschichte Davids. Und wie sieht deine Geschichte aus? Hast du schon aufgegeben? Vielleicht ist dir auch schon viel passiert und du dachtest, das kann nicht mehr sein. Lass dich nicht beirren. Harre aus und glaube an die Größe Gottes. Alles hat seine Zeit, das lesen wir in Prediger Kapitel 3. Und so hat auch Gottes Eingreifen in deinem Leben seine Zeit. Lass dich nicht abbringen, dem Herrn zu vertrauen. Hebräer 10, Vers 35. Und da steht, werft nun euer Vertrauen nicht weg, es wird sich erfüllen, worauf ihr hofft. In anderer Übersetzung heißt es, welches eine große Belohnung hat. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Auf unser Vertrauen kommt es an. Wenn wir es wegwerfen, kann sich nichts erfüllen. Worauf hoffst du? Hoffe auf die Lösungen deiner Probleme. Hoffen und Vertrauen, das gehört zusammen. Wenn wir vertrauen, dann hoffen wir auch, dass es in Erfüllung geht. Und dann müssen wir auch erwarten, auf was wir hoffen. Erwarte Gottes Eingreifen in deiner Situation.
Was ist unser Glaube wert, wenn wir nicht erwarten, dass Gottes Wort in Erfüllung geht? Vertraue ihm und gib nicht auf. Gott kann es tun und deshalb können wir mit Zuversicht beten. Vertraue Gott in jeder Lage, egal wie deine Herausforderung aussieht. Jesus hat nicht gesagt, dass wir keine Probleme mehr haben werden. Er hat gesagt, er geht mit uns durch und er hat eine Lösung auch für dein Problem. So wie wir es auch im Psalm 23 lesen. Es geht manchmal durch ein Tal, aber es geht auch wieder heraus. Er lässt dich nicht im Stich und er wird einen Ausgang schaffen. So lesen wir es auch im 1. Korinther 10, 13. Er schafft immer einen Ausgang in der Situation. Gott ist treu, wenn wir uns an ihn halten und ihm vertrauen. Ein ganz anderes Beispiel gibt uns auch der Paulus. Er war auf dem Schiff nach Rom. Ihr kennt diese Geschichte und da war ein extremer Sturm, bei dem das Schiff fortgerissen wurde. Sie kamen in Seenot und da ging es wirklich um Leben und Tod. Sie hatten keine Hoffnung mehr, gerettet zu werden. Apostelgeschichte 27, 25. Da sagt Paulus zu der Schiffsbesatzung: Deshalb habt keine Angst, ich vertraue Gott, es wird sich erfüllen, was er mir gesagt hat. Paulus sagt, ich vertraue Gott. In dieser lebensbedrohlichen Situation, wo alles verloren schien, ich vertraue Gott. Und egal in was für einer Situation du steckst, fürchte dich nicht. Habe auch du keine Angst. Es wird sich auch bei dir erfüllen, was in Gottes Wort geschrieben steht. Gott kann nicht anders, als zu seinem Wort zu stehen. Rechne du mit einem lebendigen Gott. Er ist real und er lebt. Im Jesaja 40 lesen wir die Verse 28 bis 31. Und da heißt es: Hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht und sie gehen und ermüden nicht. Und hier sehen wir einen Unterschied. Aber die auf den Herrn hoffen, heißt es hier. Es ist ein Unterschied, wenn wir auf den Herrn hoffen. Das sehen wir hier in diesem Bibelvers. Wir bekommen Kraft und Stärke. Unser Gott ermüdet nicht und er schläft auch nicht. Auch wenn du schwach und müde bist, er gibt den Müden neue Kraft. Und wenn du dich ohnmächtig und hilflos fühlst, er gibt dir Stärke. Das Wichtige ist, dass du Gott vertraust. Vertrau nicht auf dich selber, nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertrau auf Gott. Auf Gottes Kraft. Er hat einen Plan für dein Leben und deshalb lässt er dich nicht im Stich. Psalm 22, Vers 6. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden gerettet. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht zuschanden. Und auch du wirst nicht zuschanden werden, wenn du Gott vertraust. Kein Mensch auf dieser Erde hat jemals vergeblich Gott vertraut.
Er hört deinen Hilfeschrei. Und ich möchte zum Schluss noch einmal den Bibelvers von ganz am Anfang lesen. Jesaja 49, 15 und 16. Sollten selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Ist das nicht wunderbar? Nimm das heute mit. Er wird dich niemals vergessen, weil du teuer erkauft bist. Vertraue Gott für dein Leben. Amen. Jetzt auch für Sie. Das Magazin Freude am Leben gibt es jeden Monat neu. Mit ermutigenden Artikeln für Ihren Alltag und aktuellen Infos aus dem Missionswerk. Und wenn Sie das Magazin zum ersten Mal bestellen, erhalten Sie das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich kostenlos bestellen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.